Hallo, mein Name ist Carlo Felten von CRISP Research. Wir analysieren als Analysten- und Beratungshaus die neuesten Trends im Infrastruktur- und Digitalisierungsbereich und ich freue mich heute sehr, auf der Flash Forward zu sein. Also der Kontext ist, dass deutsche Unternehmen in allen möglichen Branchen die Digitalisierung vorantreiben. In den Köpfen der Entscheider ist es drin. In der IT haben wir das schon etwas früher gespürt und jetzt geht es an die Phasen der konkreten Umsetzung, um in großem Stile global skalierungsfähig und wettbewerbsfähig digitale Produkte und Services in den Markt zu treiben, sind wirklich flexible und skalierbare digitale Infrastrukturen, Stichwort Cloud, Stichwort Storage-Systeme gefragt. Und ja, das ist sozusagen der Link von Digitalisierung hin zur Infrastruktur und zu neuen Storage-Konzepten. Also viele Unternehmen in Deutschland haben sich auf den Weg gemacht, eine datengetriebene, eine data-driven Company zu werden und wollen eine Datenkultur im Unternehmen implementieren. Da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die jetzt angefahren werden, organisatorischer Natur, aber natürlich auch technologischer Natur. Das heißt, neben der Implementierung eines Chief Data Officers, dem Training von Mitarbeitern, Einführung einer Datenstrategie und Klassifizierung ist natürlich auch die Investition in neue Storage-Technologien und Systeme ein ganz wesentliches Thema. Das hat auf jeden Fall unsere Befragung deutlich gezeigt. Das ist eine Transformation von einem Paradigmenwechsel in den anderen. Also vor 5 oder 10 Jahren wurden Storage-Systeme so gebaut, dass wir möglichst günstig relativ viele Daten einfach wegspeichern konnten. Und die haben die meisten Unternehmen in vielen Fällen auch nicht mehr angefasst. Das heißt, es waren kalte Daten. Und im Rahmen der Digitalisierung, wo Daten als Asset betrachtet werden, wo Daten von immer mehr Anwendungen für Analysen herangezogen werden oder integriert werden in digitale Prozessketten, kriegen wir immer mehr heiße Daten. Das heißt, immer mehr Daten müssen sehr, sehr schnell zur Verfügung stehen. Und das ist der Grund, weswegen in neue Storage-Technologien investiert wird. Aber diesen Mindshift zu vollziehen, ist eine harte Sache und eine große Change-Management-Aufgabe. Von der Architektur dieser Technologie, dieser Flash-Technologie, muss man sagen, es ist vor allem für Read-intensive Anwendungen und latenzintensive Anwendungen interessant. Das heißt, überall dort, wo ich relativ schnell auf bestehende Daten zugreifen muss. In den letzten Jahren hat sich die Technologie aber so deutlich weiterentwickelt, dass es für immer mehr Use Cases interessant ist. Das heißt, auch klassische Enterprise-IT-Aufgaben wie Bereitstellung virtueller Desktop-Infrastrukturen, OLTP, Web-Applikationen sind geeignet, um im Hintergrund sozusagen auch Flash zu betreiben. Das heißt, die Use Case-Basis wird eigentlich breiter und Flash kann in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.